Ich möchte euch mal eben dieses Ouija zeigen. Leute, dieses Ouija ist der absolute Knaller. Also, wo ich das mit Martin bekommen habe, ich habe mir nur gedacht, alter Lachs, ist das ein mega geiles Ding. Ich zeige euch das mal. So, ich werde einmal eben, dieses Ding ist der Knaller. So, okay, das ist ein Holzbrett, okay. Das ist die Planchette, die ist schon mega. Schneewittchen, danke dir für 1 Euro für Gefahrenzulage. Du bist ja auch ein Schnuffi. So, jetzt zeige ich euch mal das von vorne, Leute. Das ist, ey, das ist Porno, wirklich. Guckt euch das mal an. Das ist, Leute, das ist Handarbeit. Das hat jemand selber gemacht. Wir haben sogar noch Fotos bekommen von dem Bild und sowas alles. Und dieses Board haben wir geschickt bekommen. Reinste Handarbeit. Das ist der Mega-Knaller, ja. Also alles mit so einem Brennkolben und dann mit dieser Planchette dabei. Ne? Guckt euch das mal an. Ist das nicht Porno? Absolut Hammer. Und das riecht auch noch. Guck mal, sogar hier die Brandy Scotland. Scotland. Schön, dass du dabei bist. Sogar die Kanten sind abgefräst. Bin bei jedem Spiel dabei. Darf man die eigentlich bei Insta schreiben, fragt Wendy. Klar darfst du das. Aber aufgrund der Masse ist es manchmal super schwierig zu antworten. Wir kriegen so viele Nachrichten. Ich würde gerne mal, ich habe mit dem Ouija noch nichts gemacht. Ich würde ganz gerne mal eine Ouija-Sitzung jetzt damit austesten und einmal mal gucken, ob irgendein Kontakt zustande kommt. Also ich würde jetzt einfach mal starten, indem wir eine Ouija machen. Ich lasse jetzt Handschuhe einfach an für die Dibbuk. Und dann testen wir mal, ob wir irgendwas bekommen. Ja, machen wir. Auf geht's. Hab voll gefragt, jetzt sowas mal, mach einfach. Okay, so, dann switchen wir einmal auf die andere Kamera nochmal rüber. Die werde ich jetzt gleich nochmal umstellen. Dieses Board ist so hübsch. Absolut Wahnsinn. Okay. So. Okay. Ich habe so ein schlechtes Gefühl hier oben. Das ist unfassbar. Unfassbar. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie es sich hier oben anfühlt seit der Dibbuk-Öffnung. Was macht mein Puls jetzt? Ja, guck dir mal wieder. Ich lass mal auf, warte mal. 99 habe ich jetzt. Konnte man das sehen? 99. Ich switch auf die andere Kamera, damit ihr meinen Puls sehen könnt. Dann wisst ihr, wie ich mich gerade fühle. So, guck mal noch rüber, Puppi. So, okay, ich zeige euch nochmal meinen Puls. So, ich habe jetzt einen Puls von 100. War noch einmal eben. 100er Ruhepuls, Leute, das ist Hammer. Also ich habe mit dem Ouija noch keine Sitzung gemacht, Leute. Ne? Ich habe gar keine Ahnung, noch keine Sitzung mit diesem Ouija gemacht. Ich bin selber so ein bisschen angespannt, nervös, neugierig. Wie spielt es sich? Ich sage ja immer spielen. Ne? Wie spielt es sich mit diesem Ouija? Auf jeden Fall die Planchette ist mega fett. Ne? Also mega fette Planchette. Wow, ganz krasses Kino. Ich glaube, ich bin noch der Erste, der mit Latex-Handschuhen eine Ouija-Sitzung macht. Für alle, die sich fragen, warum habe ich Handschuhe an? Wegen der Dibbuk, wo ich gleich reinschauen will. Aber ich habe zu früh die Handschuhe angezogen. Und ich habe jetzt keine anderen. Okay. Puh. Ruhepuls 91. Okay, ich fahre gerade ein bisschen runter, ein bisschen chilliger. Ich bitte die geistige Welt mit mir in ein... Oh, Entschuldigung. Oh. Ich bitte die geistige Welt mit mir in Kontakt zu treten. Ich möchte eine Sitzung mit einer Seele aufbauen, die hier in einer Verbindung mit dieser Box steht oder die mir Informationen geben kann über diese Inhalte, die in dieser Box sind, beziehungsweise auch um das, was aus der Box rausgekommen ist. Wenn eine Seele da ist, die mit mir ein bisschen kommunizieren möchte und meine Fragen beantworten möchte oder auch darf, kannst du hier über dieses Ouija-Brett mit uns in Kontakt treten. Du kannst die Buchstaben für Wörter nutzen oder auch für ganze Sätze und alle anderen Angaben. Du kannst die Zahlen benutzen hier unten. Du kannst auch auf Ja oder Nein gehen, um meine Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten. Wenn eine Seele anwesend ist, kannst du jetzt und hier mit mir in Kontakt treten über dieses Ouija-Board.
Wie gesagt, ich habe noch keine Sitzung damit gemacht. Kann natürlich dauern. Wenn K2 ausschlagen sollte, bitte klippen. Mit dem Clip davon setzen. Wenn eine andere Präsenz hier anwesend sein sollte, in diesem Raum, vielleicht auch die jeweiligen Präsenzen, die sich in der Dimmock aufgehalten haben, kannst du auch so bitte mit mir hier in diesem Raum in Kontakt treten. Kannst das auch über die Kerzen dich bemerkbar machen. Okay, irgendwie flackern die mir gerade sehr stark. Wenn eine Präsenz anwesend ist, gib mir bitte über die Kerzen ein verstärktes Zeichen. Okay, ich sehe nur hier unten. Die Kerze geht gerade voll ab. Du kannst dich auch über Geräusche mit mir in Verbindung setzen, wenn du da bist. Beziehungsweise wenn ihr da seid. Ich möchte nur wissen, was diese Präsenzen aus der Box machen möchten. Ouija geht gar. Ey, was ist das für ein Gefühl? Ein S? Das fühlt sich voll komisch an, das Ouija. C. H. L. E. C. H. T. Hä? Schlecht? Ich habe gar keine Frage gestellt. Was ist schlecht? W. E. Wir. Ihr seid schlecht? Ja. Warum seid ihr schlecht? T. O. T. Ihr seid schlecht, weil ihr tot seid? Nein. Warum seid ihr schlecht? K. R. A. Fühlt sich so komisch an das Board. N. K. H. E. E. Krankheit? Hä? Hab ich den Zusammenhang nicht. Was meinst du mit Krankheit? T. O. D. Ihr seid wegen einer Krankheit in der Box? Ja. Was für eine Krankheit? S. E. E. L. E. K. R. A. N. Krank. D. Was macht er? R, E, N, N, E. Also wenn ich das jetzt so richtig mir bemerkt habe, Seele krank drinnen. Du meinst, deine Seele ist krank. Seid ihr psychisch krank? Hat man euch deswegen in die Box gehauen? Dass irgendwelche geistesgestört sind. Warum seid ihr in der Box? K R A
in krank. Seid ihr jetzt in der Box drin? Nein. Wo seid ihr? H. I. E. R. Hier. Ja. Warum wart ihr denn überhaupt in der Box drin? Wegen krank. Ja, was krank? G. E. E. S. T. Euer beider Geist ist krank. Ja. Boah. Was habt ihr gemacht mit eurer Erkrankung? Oder was habt ihr getan, während ihr krank gewesen seid? M. O. R. Mord. Habt ihr Menschen getötet? Ja. Warum? L. U. S. T. I. G. Lustig. Ihr fandet das lustig? Ja. Wer hat euch in diese Box gepackt? P. A. S. T. O. R. Pastor? Pastor? Euch hat ein Pastor in diese Box gehauen? Ich kann es nicht glauben gerade. Ich habe ein bisschen Probleme gerade, das zu glauben. Plancher ging auf Ende. Danke für diese Sitzung. Da, wie scheiße war das denn? Also, Dankeschön. Ich muss sagen, wenn das jetzt stimmt, was da rauskam, was jetzt an Antworten gewesen sind, letzten Endes war jetzt, dass rausgekommen ist mit dieser Ouija-Sitzung, mit dem Brett, dass auf jeden Fall, wenn wir dem Glauben schenken dürfen, das in der Box gewesen ist, drin war, weil diese Seelen, versucht mich zu korrigieren, wenn ich es falsch wiedergebe, psychisch erkrankt waren, Morde gemacht haben in ihrer psychischen Erkrankung und ein Pastor diese Seelen in diese Box verfrachtet hat. Habe ich das so richtig nachvollzogen? Habe ich das richtig? Ich frage euch mal, habe ich das richtig jetzt interpretiert? Das, was in der Box drin ist, ist psychisch krank gewesen, wurde von einem Pastor dort reingepackt, ne? Okay, guck mal, aber Inanna hat auch recht. Das ist ein Widerspruch. Inanna hat auch recht, ein Pastor macht aber kein Dämonensiegel rein. Da muss ich Inanna jetzt recht geben, ne? Inanna 77. Ein Pastor tut kein Dämonensiegel rein. Widerspruch, Widerspruch, ja? Widerspruch. Widerspruch, Widerspruch. Inanna hat voll recht. Ein Pastor macht kein Dämonensiegel rein. Das ist Blödsinn, ja? Ich habe ein Problem, deswegen habe ich ein Problem mit der Aussage, ja? Nee, in Jüdisch, dann wird ja nicht Pastor, dann wird ja Rabbi kommen, ja, wenn das jüdisch wäre, ja? Satanistischer Pastor, das ist dann so hoch weit geholt, ja? Also irgendwie sehr merkwürdig. Okay, ich möchte jetzt hingehen. Ich switch rum. Okay, ich werde jetzt nochmal die Dibbuk fixieren. So, die Dibbuk. Deswegen habe ich die Heizung an, ja? Okay, dieses Ding, ja, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, dieses Ding hat so eine Anziehungskraft. Das ist da, als wenn da so ein starker Magnet ist, der dich anzieht, ja. Mit dem Stein habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mit dem Stein, was das für einen Sinn machen soll. Okay, Leute. Was sagt mein Puls? Okay, mein Puls ist sogar runter auf 81. Okay, Leute, wir ziehen jetzt mal eben noch mal eine Schattenkarte. Und dann möchte ich noch mal ganz gerne hier reinschauen. Okay. Ich werde auch noch mal
und kein 2 Meter hinzuholen. Ich bin sichtlich nervös. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht nervös. Sondern ich würde sagen, ich würde euch echt anlügen, aber ich bin nervös, bin ich ehrlich. Ist ja auch mal, was man nicht so mal eben alle Tage macht. Ne? Okay. So, ich ziehe noch mal eine Karte. So, die kommen mir schon entgegen. Scheiße. Ey, Leute. Habt ihr irgendwelche Fragen noch? Habt ihr irgendeine Frage zu dieser Karte? Es ist ein Gefäß, wo eine Seele drin ist, die von einem etwas Böseren gehalten wird. Habt ihr, ich glaube, ich brauche diese Karte nicht erklären. Es ist ein Gefäß, wo eine Seele drin ist. Ich glaube, diese Karte muss ich euch nicht erklären, oder? Sieht aus wie meine Ex. Ach du je. Okay. So, Karten weg. Einmal einen Schluck trinken, dann gucken wir nochmal in die Box. Wird jetzt das Testcam mit bei. Ich werde es einmal anmachen. So, Aufnahme läuft. Okay, läuft. So, Testcam werde ich hier vorne mit hinlegen. Dieses Gefühl. Was stinkt das so? Boah! Oh! Was stinkt das so? Das erste Mysterium, was wir hatten, nachdem wir die Box geöffnet hatten. Gott! Entschuldigung. Ekliger Gestank gerade. Muss ich mal ganz kurz zumachen, Leute. Ich muss mal kurz was machen. Ich muss einmal Räucherstäbchen. Das stinkt bestialisch. Da kommt bestialischer Gestank raus. Das hält keiner. Die halte ich gar nicht aus, sonst. Boah. Kriegst du ja Würgen, ey. Okay, erste Mysterium dieser Box. Was Martin auch sagte, was keiner logischen Erklärung bedarf. Wenn man die Box auf... Ach Gott. Es bis Oberkante voll. Wo wir die Box das erste Mal aufgemacht haben, war die Box viertelvoll. Jetzt ist diese Box fast zu 90% voll. Wo ich mich frage, wie kann eine Box mehr haben als vorher an Inhalt. Es ist immer noch das Gleiche drin. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Wieso war hier vorher nur vielleicht 15-20% drin und jetzt ist 90% voll? Schon mal sehr merkwürdig. Okay, also, ich werde jetzt einmal eben ein paar Sachen rausholen. Das, was mich am meisten, wo einige gesagt haben, ich zeige euch das mal, dass das nicht nur einfach ein Kreuz sein soll. Viele haben gesagt, das ist nicht einfach ein Kreuz. Ich habe in erster Linie gesagt, ey, das ist doch nur ein Kreuz. Aber viele haben gesagt, nein, das ist nicht nur ein Kreuz. Denn ich bringe das euch jetzt, okay, jetzt stinkt der Räucher auch schon. Es ist nicht nur ein Kreuz. Ich möchte euch das mal in die andere Kamera einmal halten. Ich muss einmal umswitchen. Okay, so. Manche haben dazu gesagt, dass dieses Kreuz nicht einfach nur ein Kreuz ist. Weil irgendwie, mir hat jemand geschrieben, dass das hier mit Bast umgebunden ist und mit Wachs versiegelt. Ich weiß nicht mehr, wer mir das geschrieben hat. Und er sagte, das könnte auch nicht als Kreuz gedacht sein, sondern als Mann mit Beinen nach unten. Deswegen die einzelnen Stöcker. Und die Arme links und rechts und der Körper in der Mitte. Ich weiß nicht mehr, wer mir das geschrieben hat. Also die Person sagte auf jeden Fall, dass, ich zeige euch das nochmal, dass das nicht als Kreuz gesehen werden soll, dass ich das irgendwie anders mal interpretieren soll. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem Ding bitte? Würde mich echt interessieren. Was sagt ihr dazu? Ist das für euch ein normales Kreuz, was in der Box drin gewesen ist? Wen habe ich jetzt einen im Schatten oder
Wäre ich jetzt bekloppt? Leute, ich möchte euch mal eben mal kurz was zeigen. Bock sagte auch Gebeine. Weißt du mal, oh. Habe ich jetzt so eine Latsche? Irgendwie sehe ich jetzt hier gerade ein Gesicht drauf. Leute, sehe ich da gerade ein Gesicht? Okay, ich will euch das zeigen. Wen habe ich jetzt? Auge, hier ein Auge. Andere Auge hier. Ein Auge da. Nase. Und Mund. Sehe ich da gerade ein Gesicht oder habe ich einen an der Schatten? Oder bilde ich mir das ein? Nochmal. Ein Auge. Zweite Auge. Nase. Lachender Mund. Bilde ich mir das ein? Oder würde mich mal interessieren, bilde ich mir das gerade ein? Was schreibt ihr? Einbildung, okay. Andere sehen auch ein Gesicht. Okay, gut. Dann ist es reine Einbildung. Das ist immer das, was mir sehr wichtig ist, dass ihr mitschaut, ja. Dass ich einfach weiß, manchmal redet man sich was ein, ja. Deswegen Einbildung, okay. Also überwiegend sagt ihr Einbildung. Dann möchte ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, bin ich froh drum. Denn, jetzt sagen wir der andere, ich sehe es auch. Alter, ihr macht mich fertig. Okay, also wir nehmen es jetzt mal unter dem Faktor Einbildung. Super. Ich zeige euch das nochmal. Und wie gesagt, links und rechts ein Auge. Unten drunter ein langer Mund und in der Mitte ein Punkt. Okay. Also wenn jetzt die überwiegende Anzahl immer noch sagt Einbildung und keine Augen links, rechts, kein lange durchgezogener Mund und Nase in der Mitte, nehme ich es auch als Einbildung hin. Okay, jetzt aber wieder andere sehen es auch. Scheiße. Okay, ich gehe zur Mehrheit über. Zufall, okay, Jules sagt auch. Okay, also wir packen das mal unter den Punkt Zufall. Und wir wollen gerade sehen, was wir sehen möchten. Deswegen finde ich das immer gut. Also ist ja nicht immer alles paranormal, um Gottes Willen. Deswegen bin ich ja froh, dass wir sowas auch live machen. Okay. So, dann packen wir das wieder ad acta. Okay. Das war das erste Teil. Ich lege es auf Seite. Das ist das, was ich mega ekelig fand. Dieses Objekt werde ich euch jetzt mal, ihr könnt vielleicht oben schon die Haare sehen, werde ich euch jetzt zur Hauptkamera bringen. Servus, das ist unfassbar ekelig. Das Ding ist voller Haare. Das ist irgendwie, Martin sagte, so eine Art Pergament. Es ekelt mich sogar, das schon anzufassen. Es ist voller Haare. Es ist auf jeden Fall, was ich sehe, hier sind auch ein paar Blonde zwischen, sind auf jeden Fall zwei Haarfarben. Es ist nicht nur eine Haarfarbe. Hier sind Blonde zwischen und dunklere. Es ist so ekelig. Es ist so ekelig. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Papier ist. Ich kann es dir noch nicht mal sagen. Keine Ahnung. Man hat ja mal irgendwas von Pergament. Ich weiß noch nicht mal, wie Pergament aussieht. Also wie wir ja schon gesagt haben, ne? Nur weil die Münze von 1919 ist, heißt es jetzt ja nicht, dass diese Box von 1919 ist. Denn wenn sie von 1919 wäre, alle, die den Stream gesehen haben, wäre das gar nicht möglich. Denn wenn die von 1919 gewesen wäre, würde hier, wo ist das, ein Negativ drin sein. Und das ist ja das, was wir ja schon sagten. Diese Box ist nicht vom 19. Jahrhundert. Also 1909 haut nicht hin. Denn dann würde diese Streifen nicht drin sein. Es ist aber auch nichts zu erkennen. Ich habe mir das schon angeguckt. Da ist nichts. Denn 1900 wäre kein Negativ bei, ja. Weil nicht, wann haben Negative aufgehört? Weiß denn einer?
So, warte mal, halt, 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 halt. Seit wann gibt es keine Negative mehr? Seit wann gibt es keine Negative mehr? Na, die Burg ist Dreck. Wer weiß das? So. Aber es ist wirklich nichts zu sehen auf dem Negativ. Ist auch total süffig. Da unten steht aber irgendwas. Ja, kann auch nichts mit anfangen. Ja, aber von 1919 ist die Box nicht. Niemals. Da sind irgendwelche kryptischen Zeichen drauf. Aber man kann da wirklich nichts sehen. Das ist irgendwie dreckig, grün. Also, man kann es wirklich nicht erkennen, Leute. Es ist nicht zu erkennen. 2010 gibt es schon noch, nur nicht mehr so im Mediamarkt. Also, das Ding ist richtig siffig, ne? Gucken wir weiter. Okay, ich switch nochmal eben rüber zu Dipbook Box. Also, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass diese Box wirklich erst 10 Jahre alt ist oder so. Und dass diese Gegenstände halt eine Verbindung einfach hier zu denen haben, die hier drin gewesen sind, letzten Endes. Ne? Das wissen wir ja gar nicht. Wir können ja jetzt nicht hingehen und sagen, die Box ist aus dem 19. Jahrhundert, was dann nachher vielleicht blödsinnig ist. Okay. So, ich wollte euch dann andere ekelige noch mal zeigen. Wo ist das? Okay, hier ist dieser ekelige Zettel. Denn was hier auch ist, im 19. Jahrhundert hat sicherlich niemand was mit Folie oder so gemacht. Das ist ja auch noch der Punkt. Denn hier sind ja, ich halte es da mal hin, Nägel. Und schon richtig dicke Mopeds. Und vor allen Dingen der hier ist schon ein bisschen dicker. Also das heißt, oder hier unten der, ne? Das sind schon lange Dinger. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt mal unten schaue, sind kleine. Das Ding ist voll mit Nägeln. Also schon sehr merkwürdig. Ja, aber keine kompletten. Ich glaube, auch wenn der komplette drin wäre, hätte ich gekotzt. Exe Sandra sagt, Nägel, um die Person zu bannen und einzusperren. Okay. Zeug, die Box ist aus Nunana und der Inhalt aus dem Keller. Ja, also ich weiß nicht, was du für einen Keller hast, Zeug. Ob du da irgendwelche Fingernägel drin hast in deinem Keller. Da möchte ich deinen Keller nicht besuchen, Jung. Auf keinen Fall. Da möchte ich deinen Keller nicht besuchen. Und ich sag mal auch so. Auch wenn die Box irgendwie aus der Nunana ist, hat ja nichts damit zu tun, was da drin ist letzten Endes. Ne? Er hätte ja auch eine Zigarrenschachtel sein können. Und ich weiß ja nicht, ob du im Freitagsstream mit gewesen bist. Keine Ahnung, ich glaube aber nicht. So, okay. So, das ist ja dieses Symbol, was da drin war. Okay. So, das habe ich auch noch keine Bedeutung für gefunden. Das ist ja eigentlich eine Kastanie. Eine Kastanie mit dem Zahnstocher. Also die hat für mich gar keinen Sinn. Also die ergibt für mich wirklich null Sinn. Warum dort eine Kastanie? Wer hat eine Ahnung, warum sowas da drin sein kann? Würde mich mal interessieren. Bei schwarzer Magie, sagt Hexe Sandra, wird es benutzt. Da benötigt man persönliche Sachen. Okay, ja, die sind ja irgendwie persönlich Haare, ne? Okay. Kastanien sind Opfergaben. Okay. Kastanien sind Opfergaben. Als Kopf und der Kreuz, also Körper. Okay, warte mal. Jetzt habe ich mal gerade eine Idee. Da habe ich jetzt gerade eine Idee bekommen. Was ist, wenn das so eigentlich in der Box sein sollte, Leute? Blöde Frage. Da hat mich gerade jemand, ich habe leider den Namen jetzt nicht im Kopf, jemand auf eine Idee gemacht. Was wäre, wenn das eigentlich am Kreuz gewesen sein sollte, als Kopf? Wenn das eigentlich hier oben mit Wachs festgemacht wurde, dann hätten wir
wirklich schon, sieht schon ein bisschen außerirdisch aus, ne? Wie so ein Alien. Dann hätten wir hier eine Figur mit Kopf, sieht ekelig gerade aus, Arme und Beine. Das würde vielleicht das Ganze erklären. Was haltet ihr von dieser Theorie, dass das hier oben eigentlich der Kopf sein soll? Und dass das eigentlich einfach, dass das einfach nur in der Box abgegangen ist. Würde mich mal interessieren. Okay, könnte sein, eine Art Puppe. Okay, Voodoo-Puppe. Ich will mal ganz gerne mal wissen, Hexe Sandra, was sie da gerade so sagt. Im Voodoo muss die Puppe der Person, die es treffen soll, ähnlich sehen. Okay. Könnte, ne? Also es sind Vermutungen. Wir vermuten ja, ne? Also es ist jetzt nicht, dass es so sein muss, aber hat so ein bisschen was von so einem Außerirdischen, ne? Aber wie gesagt, das sind Vermutungen, die wir aufstellen, ne? Wir versuchen gerade zusammen so ein bisschen hinter das Ganze zu kommen. Was es damit auf sich hat letzten Endes. Okay, wir legen es mal rüber. So, nächste. Wo wir auch keine Ahnung haben, was um alles in der Welt das ist. Ja? In der ersten Linie, das ist Stroh. Schau mal, fixier mal. In erster Linie ist es Stroh an einem Seil. Aber was soll das? Welchen Sinn? Hat einer eine Ahnung, was das für einen Sinn haben könnte, sowas in so eine Box zu packen? Ja, den ist ja ein riesen Seil dran, auch, ne? Ich habe keine Ahnung. Wer hat da eine Ahnung? Tannenbaumschmuck, Ohrringe, Drache, Hexenauge für Schutz. Hexenauge, sowas habe ich auch schon mal gelesen letztens. Irgendjemand da, hat auch schon mal geschrieben, was von so einem Schutzauge. Ist das, soll das ein Schutzauge sein? Wer kennt sich mit sowas aus? Wer hat Ahnung von sowas? Das soll ein Schutzauge sein. Also mal ganz ehrlich, Weihnachtsschmuck, wer hängt sich denn so weit am Baum? Kein Weihnachtsschmuck. Okay. So, okay, der Fokus haut jetzt gerade so ein bisschen raus. Okay, ein Schutzauge. Was ist ein Schutzauge? Okay. Ach, du warst das, Sandra. Okay, du wusstest doch, irgendwas war schon mal, ne? Menschen, die Stroh mögen, Traumfänger. Okay, also Sandra hat da schon ein bisschen Ahnung von, ne? Okay, ich bin ehrlich, ich habe da keinen Plan von. Bin ich ganz ehrlich so, ich habe, ne? Gar keine Ahnung von. Okay, so, wir schauen weiter. Okay, das hier ist auf jeden Fall ganz ekelig alt. Das ist ein. Okay, ich muss ein bisschen scharf stellen. So, einmal scharf, komm mal her. Das ist ein alter Kofferanhänger, so ein, aus Leder. Warum macht man so etwas in eine Box? Warum? Welchen Sinn hat sowas? Ich habe, dieser Sinn ist mir auch noch nicht erschlossen. Warum? Also es ist, das riecht nach Leder, verrottetes Leder irgendwie. Also man erkennt schon, dass es Leder ist und riecht auch ein bisschen sibbig. Warum macht man so etwas in so eine Box? Da möchte ich euch wieder wissen, warum macht man sowas in eine Box rein? Persönliche Sachen wie Haare und Nägel, persönlicher Gegenstand, das gehört dem, dem es schaden soll. Okay, selbe, also ihr sagt also alle auch gerade persönlicher Gegenstand. Okay. Ja, siehst du, zusammen ist sowas echt, echt interessant, ja? Okay, so, nächste. Auch keine Ahnung. Schwarzer Stein. Also so ganz, nee, ganz schwarz nicht. Das ist so ein Grau. Ein Grauschwarz. Ich zitter, guck mal. Okay, ruhig, entspann dich. So. Wer von euch hat Plan? Ey, guckt nicht auf mein Zittern. Scheiße. Ja, ist auch ekelig hier oben alleine. Wer von euch, ruhig, entspann dich. Wer von euch hat Ahnung?
Warum und ein Stein drin ist. Onyx oder Feuerstein? Okay, also Ouija kann ich gerade nicht machen. Ich habe total die Siff-Hände da, ne? Okay, ich kann euch den Stein mal eben auf der anderen Kamera zeigen. Wartet mal. Da bräuchte ich mich hier nur einmal. So sieht der aus. Einmal fokussieren, komm.